Keine andere Motorradhelmmarke hat in den letzten Jahren so viel Wirbel um sich gemacht wie genau, wie Rurock. Ja, keine andere hatte wahrscheinlich auch so ein Marketingbudget und konnte sich die Influencer rauf und runter einkaufen. Heute schauen wir uns aber mal vier richtig, richtig gute Alternativen an. Zweimal in Form von Shoei-Helm, einmal einen Scorpion-Helm und nochmal einen Arai-Helm. Und jetzt viel Spaß beim Video. Mein Name ist Marc und ich darf euch heute auf Helmexpress e.V. begrüßen. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Wenn ich im Übrigen wirklich mal einen Atlas 4.0 bei Rurock in England bestellen soll, ja, man muss Rurock-Helme leider immer in England bestellen, dann lasst es mich auf jeden Fall mal wissen. Und zwar in Form von Likes auf diesem Video, denn ich brauche einfach eure Unterstützung, denn das wird ein relativ teures Video. Da brauche ich einfach Hilfe. Dankeschön. Und zwar, heute erstmal mit Alternativen Scorpion, Covered X, Shoei X-Zero, Shoei Glamster und auch der Arai Concept X, wobei ich glaube, diese beiden Helme sind optisch so am ähnlichsten im Verhältnis zum Rurock Atlas 4.0. Und naja, die Optik ist einfach so der Hauptgrund, glaube ich, weswegen sich jemand einen Atlas 4.0 wirklich zulegt und auch natürlich das Image, was so in den letzten Jahren aufgebaut wurde. Darüber hinaus wollen wir aber nicht nur die Optik vergleichen, sondern auch verschiedene andere Kriterien, wie zum Beispiel das Material der Außenschale, woraus ist die gefertigt, wie viele Abstufungen habe ich dabei, also wie viele verschiedene Größen, denn das lässt Rückschlüsse zu auf ja, die Kompaktheit des Helms oder wie klobig der ist. Dann, wir schauen uns das Innenfutter an, wir schauen uns das Visier an, wir schauen uns natürlich auch das Gewicht an und vor allen Dingen auch, wie ist der Helm homologiert, also wie ist der zugelassen, ECE-Norm, die neue, die alte oder eben auch eine DOT-Norm vielleicht. Wir schauen uns Bluetooth-Intercoms bzw. deren Vorbereitung an, etc. etc. Also wir haben ein paar Kriterien, die wir dann eben vergleichen zwischen Atlas 4.0 auf der einen Seite und diesen vier Schmuckstücken auf der anderen Seite. Und jetzt zum ersten Helm. Einer der beliebtesten Hersteller bei unserer Community ist Arai und in dieser Form haben sie mit dem Concept X einen ja, Helm im Oldschool-Look letztendlich rausgebracht, hier mit einer relativ ausgeprägten Kinnpartie, wie man es eben auch beim Atlas sieht, natürlich da noch ausgeprägter, auch die Stirnpartie ist beim Atlas ausgeprägter. Die ist hier komplett rund gehalten, also das ist ja fast wie wirklich eine Murmelform, aber das haben sie nicht nur aus optischen Gründen gemacht, sondern diese sehr runde Form ohne ja, zum Beispiel Belüftungsöffnung, denn die haben wir hier im Visier, hat eine Bewandtnis, denn dadurch, dass sie so rund ist und nichts absteht, nichts an Anbauten dran ist, habe ich eben eine sehr gute Chance, dass ich von Hindernissen im Fall eines Sturzes, eines Unfalls abgleiten kann. Damit hat das einen direkten Sicherheitsaspekt und das ist natürlich richtig cool. Dann haben wir hier nochmal einen, naja, Gürtel eingearbeitet. In der Fachsprache ist es der periphere Gürtel, den Arai hier eingebaut hat, um das Ganze nochmal sicherer zu machen. Die Außenschale als solches ist aus Fiberglas gefertigt und kommt in den Größen XXXS bis XXXL. Das heißt also, wir haben hier ein deutlich größeres Größenspektrum, als dass es auch Rurock abdeckt, denn die sind bei XS bis XXL und hier haben wir eben dieses 3xXS bis 3xXL, also extrem groß. Und im Übrigen auch, wenn ihr sehr großen oder einen sehr kleinen Kopf habt, dann empfehle ich euch wirklich diesen Helm, denn dieses breite Größenspektrum finden wir auch bei keinem der Helme, die wir uns heute im weiteren Verlauf noch anschauen. Das ist eben so der Punkt dabei, die sind hier wirklich sehr gut. Und wir haben einen extrem kompakten Helm, weil sich bei Arai immer nur zwei Größen eine Helmaußenschale teilen, was echt gut ist. Ist natürlich für Arai ein extrem großer Aufwand, aber eben, ja, für uns ein großer Vorteil. Ich konnte auf der Homepage auch nicht recherchieren, wie Rurock das beim Atlas macht. Allerdings haben sie beim Gewicht angegeben in der Größe SM. Deswegen gehe ich davon aus, dass sie auch mindestens zwei, wahrscheinlich tendenziell sogar drei verschiedene Helmschalengrößen haben. Hier sind wir eben nochmal deutlich aufwendiger aufgestellt beim Concept X. Belüftung hier dann eben an der Stelle permanent. Dann haben wir die sogenannte Augenbrauenbelüftung, die Arai sehr gerne verwendet. Cool gemacht. Und dann können wir zum einen mal das klare und kratzfeste Pinlock-Visier so öffnen. Wenn wir hier drücken, dann haben wir einen Spalt offen. Das heißt also, wir bekommen ein bisschen Wind rein. Es ist aber trotzdem noch nicht ganz auf. Und dann können wir es hier auch weiter öffnen. Haben hier dann natürlich keine inliegende Sonnenblende. Das handhabt Arai ja in der Regel ein bisschen anders. Ihr könnt natürlich auch zum Beispiel ein schwarzes Visier drauf machen. Aber was bei Arai ganz cool ist, es gibt das Visier, was ich hier oben aufsetze. Das ist eben so ein bisschen ja, der Arai-Look, sage ich jetzt mal. Es sieht dann aus wie folgt. Cool, wie ich finde. Also das passt. Natürlich. Warum macht man das jetzt außen drauf? Zum einen hat es einen Aerodynamikvorteil. Tatsächlich ist es, wenn man das hochklappt, aerodynamisch von Vorteil. Denn die Luft, die sonst quasi an den Schultern vorbeigehen würde, wird dann abgeleitet nach oben, was dazu führt, dass dieser Helm noch ein bisschen leiser ist. Wobei, ja, der Atlas ist natürlich sowieso
Das muss ich euch jetzt nicht sagen, nicht der leiseste Helm. So ist es hier aber auch relativ offen, also für Arai-Verhältnisse relativ offen gestaltet. Dann ebenfalls cool, wir haben hier ein Emergency-Release-System, das heißt, also im Falle eines Sturzes können die Hilfskräfte daran ziehen. Das ganze Innenfutter löst sich heraus und wir werden vom Helm befreit, ohne weitere Verletzungen zugefügt zu bekommen. Ja, sonst das ganze Innenfutter herausnehmbar, waschbar selbstverständlich, extrem leicht. Hier dieser Helm in der Größe L im Übrigen, 1500 Gramm plus minus 50 Gramm. Rohr gibt den Atlas 4.0 in der kleinsten Helmschalengröße mit 1600 Gramm an und dieser hier, deutlich größere Helm, wiegt nur 1500. Das heißt also, wenn man jetzt die kleinsten Größen miteinander vergleichen würde, wäre der Unterschied im Gewicht noch deutlich größer. Mit dem Concept X haben wir auch einen Helm, den es schon ein paar Jahre auf dem Markt gibt. Dementsprechend ist er ECE 2205 homologiert, währenddessen man ganz klar sagen muss, der Atlas 4.0 hat schon die 2206er Homologation, also die aktuellere, aber der Arai Concept X wird vermutlich in der Mitte der nächsten Saison auch abgelöst durch den Concept FX, der dann natürlich ebenfalls mit der neuen Helmprüfnorm kommt. Ganz cool, aber von mir eben unterschlagen, Innenfutter ist antibakteriell, ihr könnt es also nicht nur herausnehmen, auch über die Saison hinweg sollte sich da keine Bakterienkultur entwickeln. Plus, wir haben hier 5 Jahre Herstellergarantie und wenn man bedenkt, dass so 5 bis 7 Jahre auch so die angegebene Lebensdauer eines Motorradhelms sind, dann passt das richtig, richtig gut. Preislich liegen wir im gleichen Bereich wie der Atlas 4.0, der ja mit 450 bis 525 Euro unterwegs ist und ja, da kommen wir auf jeden Fall auch mit hin. Allerdings, naja, variiert hier genauso wie bei Rohrock auch ja, der Preis so ein bisschen vom jeweiligen Dekor. Helm Nummer 2 ist der wahrscheinlich vielseitigste in unserem Ranking und der einzige, der eigentlich gar kein Integralhelm ist, sondern ein Jethelm. Warum ist das so? Wir schauen uns ihn mal einmal an, machen das mal hoch. Das Visier sieht also so aus und wir haben hier, genauso wie hier, einen Knopf. Und wenn ich den jetzt drücke, dann kann ich den und den rausziehen und habe dann hier den Schirm und hier den Helm als Jethelm. So ist er auch im Übrigen zugelassen. Offiziell ist es ein Jethelm und dieses Kinnteil kann eben zum Beispiel aus optischen Gründen und ein bisschen Sicherheit bietet es auf jeden Fall auch, kann dann angesetzt werden. Aber ihr dürft und könnt diesen Helm auch so fahren und habt den hier eben das getönte Visier noch drin. Wir haben hier oben 2 Belüftungsöffnungen. Und hier natürlich nicht. Allerdings haben wir auch in der Maske permanente Belüftung. Ihr seht es hier, das kann man nicht verschließen. Hier hat man hier so ein bisschen, ja, Polsterung in Anführungsstrichen. Und wie gesagt, im Kern ist es ein Jethelm. So sieht das Ganze dann aus. Und wir können es genauso schnell auch wieder anbauen, indem wir einfach das hier reinstecken, da reinstecken, zack. Also sogar noch schneller. Wir haben hier ebenfalls eine Fiberglas-Außenschale. Und damit muss man sagen, die Helme, die wir uns heute anschauen werden, das sind alles unterm Strich Fiberglashelme, währenddessen der Atlas 4.0 ein Carbonfaserhelm ist. Dann muss man eigentlich nochmal herausstellen, wie krass der Gewichtsunterschied ist, denn dieser hier wiegt ebenfalls in der Größe L 1100 Gramm, genau plus minus 50 Gramm. Zeige ich euch auch ganz offiziell, hier hinten steht es im Nacken. Der Atlas 4.0, den müsste man dann tatsächlich, wenn man den mal bestellt, um ihn sich anzuschauen, müsste man wiegen, aber der wird ungefähr 1800 Gramm in diesem Bereich wiegen, vielleicht 1750 so um den Dreh. Das heißt also, wir sind hier über ein halbes Kilo schwerer. Das muss man sich wirklich mal vor Augen führen. Wie gesagt, angegeben laut Herstellerangabe ist beim Atlas 4.0 in der Helmschalengröße SM ein Gewicht von 1600 Gramm plus minus 50 Gramm. Beim Covered FX muss man einfach sagen, der ist luftiger, auch als der Atlas 4.0. Denn ja, wir haben hier mittlerweile eine Gummidichtung. Das ist auch die Veränderung zum Vorgängermodell. Zack, also das geht schon zu, aber hier ist eben permanent offen und wir haben hier eben natürlich ein bisschen mehr Platz als bei einem Integralhelm. Hier ist kein Kinnwindabweiser oder so, hier kommt einfach mehr Luft rein. Sonst Mikrometrik-Gartchenverschluss, Kunstleder, das passt alles soweit und wie gesagt extrem leicht, nur eben kein Helm, wo ich dann Bock habe mit 200 zu fahren, aber das ist halt ein Helm eher für die Landstraße, für die Stadt, um wirklich gemütlich zu cruisen. Den Covered X gibt es in den gleichen Größen wie den Atlas, nämlich von XS bis XXL. Kostet allerdings die Hälfte wie der Atlas, muss man wirklich sagen. Und egal auch welche Dekorvariante ihr nehmt, der ist deutlich günstiger. Zudem haben wir eben das QuickWick 3 Innenfutter. Hypoallergen, auch herausnehmbar, waschbar. Nur eben kein Helm, wo ihr richtig Lust habt, richtig, richtig schnell mitzufahren, weil es zu laut wird. Aber ich glaube, das habt ihr mit dem Atlas auch nicht. Anderes Thema. Der nächste Helm wieder richtig, richtig leicht. Gehen wir gleich drauf ein. Der Shoei Glamstar, der natürlich in diesem Dekor
deutlich fröhlicher ist als der durchschnittliche Atlas 4.0, aber natürlich nur stellvertretend für die verschiedensten Dekore, die wir hier bekommen können. Man muss allerdings ganz klar sagen, den gibt es auch in dunkleren Tönen und auch in matt, nur das ist eben eine Variante hier von MM93 Marc Marquez. So, auch hier eben die ausgeprägte Kinnpartie. Wir haben hier ebenfalls im Stirnbereich eine Belüftung, sonst einen relativ runder Helm. Man macht sich also den gleichen Vorteil zu nutzen wie auch beim Concept X. Das ist also eine sehr runde Schale, die dadurch eine hohe Sicherheit bietet, weil wir eben von Hindernissen abprallen, abgleiten können. Wie gesagt, hier eine kleine Rundumansicht, die kriegt ihr auf unserer Homepage natürlich auch nochmal, ja, umfangreicher. Sonst hier klares, kratzfestes Pinlock-Visier, muss man ganz klar auch da sagen. Die Pinlock-Linse ist gleich mit im Lieferumfang enthalten. Und wenn wir jetzt hier einmal reinschauen, dann haben wir natürlich auch keine indigene Sonnenblende. Aber wenn wir das uns mal angucken, dann können wir das Innenfutter bzw. die Wangenpolster in drei verschiedenen Stärken bekommen, um den Helm für uns anzupassen. Wir haben hier ebenfalls eine Fiberglas-Außenschale, die in drei Helmschalengrößen kommt. Einmal XS bis M, die sich eine Schale teilen. Größe L, die wir hier haben, haben müssten auf jeden Fall, steht nicht drauf, aber ist trotzdem eine Größe L. Die hat alleine eine Helmschale, die mittlere quasi. Und wir haben einmal eine große Helmschale von XL bis XXL. Also wieder schöner, kompakter Helm. Wie gesagt, es gibt leider keine Angabe oder schreibt sie mir gerne in die Kommentare, wie viele Helmschalengrößen Rurock da nutzt. Diese hier, also die mittlere Helmschale, wiegt 1315 Gramm. Zeige es euch auch einmal ganz offiziell. Sehr cool. Der Rurock-Helm, der hat sogar eine Carbonfaser-Außenschale, was ja vom Material her nochmal leichter ist und trotzdem ist er so viel schwerer. Naja, wir haben hier eine Bluetooth-Vorbereitung, wir haben 5 Jahre Herstellergarantie, das Ganze natürlich im Retro-Look hier in Kunstleder gehalten, hier Emergency Release-System, haben wir eben schon drüber gesprochen, wir haben hier Doppel-D-Ring-Verschluss. Diese Form des Glamsters kommt mit der ECE 22.05. Es gibt aber schon den Glamster 22.06. Das heißt, er ist schon neu homologiert worden und hat dementsprechend auch die entsprechende Sicherheit. Beziehungsweise die offiziell bestätigte, geprüfte Sicherheit. So, Helm Nummer 4 im Bunde ist der X-Zero. Ja, der geht eher so ein bisschen in die Enduro-Richtung. Ich dachte nur, den einen oder anderen könnte das vielleicht auch ansprechen. Deswegen ist der hier mit dabei. Wir können hier bei Bedarf noch ein Schirmchen anflanschen. Wir haben allerdings schon ein eingebautes Visier auch drin. Ihr seht nur ganz klar, das ist hier offen. Wir haben eine permanente Belüftung im Kinnbereich. Wir können, wenn ihr Bock habt, auch eine Brille nutzen, was natürlich eine richtig coole Optik ist. Aber das Visier haben wir eben ohnehin dabei. Auch eine Fiberglas-Außenschale. Wieder gleiches Schalenkonzept wie beim Glamster, den wir gerade gesehen haben. Nämlich XS bis M eine Schale, die mittlere Schale in L, die haben wir hier. Und XL und XXL eine Schale. Und das Ganze wiegt dann 1200 Gramm in Größe L. Hier haben wir den Sticker drauf. Retro-Helm typisch, Doppel-D-Ring-Verschluss. Aber gleichzeitig auch die, ihr seht sie hoffentlich, Emergency Release Straps und sonst natürlich einen sehr offen gestalteten Helm. Auch hiermit habt ihr nicht so richtig Lust, richtig schnell zu fahren. Aber wie gesagt, fürs Cruisen auf der Landstraße gut geeignet. Auch hier 5 Jahre Herstellergarantie im Übrigen. Preislich liegen wir beim Glamster, genauso wie beim X-Zero, ungefähr auf dem Preislevel vom Atlas 4.0, gegebenenfalls auch ein bisschen drüber. Und wenn man nochmal auf den Gewichtsaspekt eingeht, dann muss man wirklich sagen, wenn man die kleinste Helmschalengröße jeweils vergleicht, dann liegen wir hier bei 1115 Gramm zu 1600 Gramm. Wir sind hier fast ein halbes Kilo leichter. Muss man einfach so sagen. So, damit können wir abschließend sagen, alle Helme hier mit Fiberglas-Außenschale sind deutlich leichter als der Atlas 4.0. Wir haben die beiden hier, den Glamster und den Concept X, die schon optisch in diese Richtung gehen. Natürlich nicht ganz so aggressiv wie der Atlas 4.0, das muss man sagen. Aber qualitativ wirklich geile Helme, muss man sagen. Natürlich Schul-typisch, Arai-typisch, auch keine Schnapper. Ist einfach so. Aber sehr, sehr geil. Definitiv einer dieser beiden wäre meine persönliche Wahl. Wer einen deutlich günstigeren Helm haben möchte, greift beim Covered X zu. Geiler Helm, weil auch eben modular. Du kannst das Kinnteil mal abnehmen und hast dann einfach einen Jet-Helm, der auch richtig was hermacht. Und wer eher in die Enduro-Richtung gehen möchte, in die Retro-Enduro-Richtung, der nimmt den X-Zero, auch extrem leichter Helm. Ja, das sind meine ersten 4 Ideen als Alternativen zum Atlas 4.0. Und wie gesagt, wenn ich es wirklich mal testen soll, dann macht ein bisschen Lärm bei diesem Video und lasst ein Like da. Hier kannst du dir jetzt sehr, sehr coole Helme anschauen, die auch schon die ECE 22.06 erfüllen. Und hier kannst du unseren Kanal abonnieren, falls noch nicht geschehen. Jetzt wünsche ich dir eine gute Zeit. Pass auf dich auf. Bis dahin. Ciao.